Ja. So eine Halle bräuchte man. Schön trocken. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. So, Freunde der Sonne. Wir haben hier unseren Spaß. Ja, hoffentlich auch. Ja. Du zur Info, ihr gibt jetzt wieder demnächst Videos. Wir hatten jetzt Weihnachten und Neujahr und wir wünschen allen ein gesundes neues Jahr. Ja. Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Das stimmt. Aber ist ja nicht schlimm. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Musst du pissen? Nee, wie ist hier? Ach, wie ging da lang? Ich lasse die jüngere Generation gerne vor, weil die ältere Generation braucht ein bisschen was länger. Nee, jetzt braucht die jüngere Generation auch noch. Ach Quatsch. Aber ey, so schlecht kann ich ja nicht hin, wenn du hier noch ein bisschen spielst. Naja. Jo. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Also Hammer Ideen, Alter. Alter! Oh, kann man hier runtergerufen? Ja, ja. Oder dass man Angst haben muss? Ja, das ist Alter, Schwede, geil, Alter, ohne Scheiß. Jetzt hier ein bisschen mit Paintball rumballern, geil. Dann. Das fetzt. Alter, die haben ja hier so einen Tresen hingebaut, wa? Die ist bestimmt die Waffen aus, ja, aber wenn du keine Kugel mehr hast. Das wollte ich gerade sagen, also hier gibt es eine Menge, wo du Türen herkriegst. Ey, das haben bestimmt schon andere Leute gemacht. Also, Tino! Alter! Scheiße! Wollen wir hier immer durchgehen? Kiegel. Zack! Zack! Lass mal weiter, kommst du hoch? Kannst du von außen, gehen wir mal hier lang? Was war das? Joho! Alter, was war denn das? Ich hab morgen das Volk ist hochgeschmissen. Wenn kleine Kinder spielen, dann sind sie gesund. In diesem Sinne. Winke, winke, Dominik. Juhu. Der Kampfwagen. Alter. Der Streitwagen. Der Streitwagen. Aber der funktioniert, ne? Ja. Der Törst ist hier wieder vorne. Ja. Geiler Scheiß. Alter Schwede. Auf geht's! Oh. Ja? Ja, benehmt euch doch mal. Nein. Wie Erwachsene. Ja. Ja, den nehmen wir mit raus, jetzt kann man mal einfach. Also, kann ich rausgehen. Oh, hier haben sie die Kloschüssel gesprengt. Didit! Oh, das sind ja die Kampfstiefel. Ja, so neben die Kugeln. Was?
Kampfstiefel, hier ist noch ein Kampfmesser. Oder eine Kampfsägemesser, was auch immer. Säge ist das. Junge, Junge, ey, aber ohne Scheiß, also die Idee ist geil. So Leute, hier, Schluss mit lustig. Wir gehen jetzt weiter. Naja, ja, so, ja. So eine Art Theatercafé oder irgendwie was. Einfach wirklich Weidesaal, Festsaal. Naja, Festsaal würde ich aber eher tippen, das halt. Nein, ist grad, super, da ist gerade einer gelaufen. Ich habe gerade einen Schatten gesehen. Hier? Ja. Ich habe einen Schatten gerade gesehen. Also wir sind hier nicht allein. Alter, du kickst mir aber auch gerade. Ohne Scheiß. Ich hab gerade noch gesagt zu meinen Jungs, hier ist definitiv noch okay, wir sind nicht allein. Ja, das haben wir uns in dem anderen Gebäude auch gedacht, da hat nämlich die Tür geknallt. Nee, das waren wir nicht. Dann war das ein Geist, ja. Nee, also hier sind mehrere Leute. Also wir haben vorhin schon welche getroffen, da sind welche mit Hund gekommen. Also ja, ist ja ein geiler Ort. Guck dir das ja mal bitte an, ja? Ja. Ich glaube, das war eine Kirche. Nee, das war ein Festsaal. Das war ein Festsaal. Ah, okay. Ich habe vielleicht eine Kirche wegen, weiß ich das auch nicht genau, wegen diesem Malerei da an der Wand, weißt du? Nee. Ach, das war ein Festsaal für die Senioren hier, oder was? Das war alles. Hier war Waffenherstellung gewesen. Hier war, also hier hinten ist, wart ihr hinten schon gewesen? Nee. Da hinten ist noch eine riesengroße Industrieanlage, wo halt irgendwelche Sachen selber produziert wurden. Ach, hier vorne das große Gebäude an der Straße, das war damals so eine Art Krankenhaus. Ja. Da hast du halt hier hinten noch die Seniorenaufenthaltsräume. Hier vorne hast du noch was. Hier hinten hast du noch eine Großküche. Also das Gelände ist, hier ist alles drauf. Schön, ey. Dann gehen wir, wo kommen wir da hin, wenn wir da hingehen, wo ihr jetzt wart? Ne. Da kommst du in eine Großküche. Küche und den Speisesaal. Küche und Speisesaal. Dann gehen wir da mal hin. Eine Ewigkeit später. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz nach oben. Zeige ich euch nochmal kurz den Saal. Den müsst ihr hier auf dem anderen Video auch schon gesehen haben. Aber ist trotzdem immer wieder spektakulär. Da ist der Dirk. Juhu. Die andere Seite auch noch mal ganz kurz. Der Tino. Ja, jetzt stellt euch da mal vor, hier könnt ihr schön draußen sitzen. Noch einen Kaffee in der Hand. Geil. So Leute, Dominik ist schon vorgegangen, weil denen geht es nicht ganz so gut. Wir verabscheuen uns jetzt in diesem Sinne für Spaß, für Erfolg und sonst noch was. Tino und Dirk ist auch noch da. Ja. Ansonsten die wir gerade getroffen haben, die sind unten in der Videobeschreibung drin. Vielleicht gibt es da mal cool wäre zusammen ein Video. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg und toi toi toi. Bis dann. Tschüss.